Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer Trockenbürste, die viele von euch vielleicht sogar so schon zu Hause haben, die Entgiftung eures gesamten Körpers anregen könnt. Damit wir den Hintergrund verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf das Hauptentgiftungssystem des Körpers, nämlich das Lymphsystem, werfen. Das Lymphsystem ist ein Teil unseres Immunsystems und hat neben dieser Funktion im Abwehrsystem eine wichtige Bedeutung beim Flüssigkeitstransport. Darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem. Die lymphatischen Organe wiederum lassen sich einteilen in die primären lymphatischen Organe, das sind der Thymus und das Knochenmark. Dort reifen die sogenannten B- und T-Lymphozyten als Zellen des Immunsystems heran. Und die sekundären lymphatischen Organe, das sind zum Beispiel die Mandeln, die Milz und die Lymphknoten. Dort treffen Antigene auf diese Lymphozyten und die spezifische Immunantwort wird eingeleitet. Das ganz grob zu den lymphatischen Organen. Viel wichtiger in dem Zusammenhang ist das Lymphgefäßsystem. Das Lymphgefäßsystem ist ein Netzwerk aus ganz feinen Gefäßen, die überall im Körper verteilt sind. Die Aufgabe dieser Lymphgefäße ist es, die Lymphflüssigkeit aus dem sogenannten Interzellularraum, also dem Raum zwischen den Körperzellen, in den Blutkreislauf zu bringen. Diese Lymphe enthält nämlich neben allen Abfallstoffen, die im Rahmen des Zellstoffwechsels natürlicherweise entstehen, auch Bakterien und Fremdkörper, also im Prinzip alles, was aus dem Interzellularraum ausgeschleust werden soll. Damit die Lymphgefäße diesen kleinen Raum überhaupt erreichen können, verzweigen sie sich in die Lymphkapillare, die nochmal deutlich feiner sind. Die Lymphe gelangt dann in die Lymphknoten, wird dort gefiltert und in den Blutkreislauf zurückgeführt. Die Abfallstoffe, die herausgefiltert wurden, gelangen dann in die Niere und werden ausgeschieden. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage: Wie wird die Lymphe innerhalb der Lymphgefäße überhaupt zu den Lymphknoten transportiert? Im lymphatischen System gibt es nämlich nicht wie im Blutkreislauf das Herz, welches das Blut durch den Körper pumpt. Die Lymphe muss direkt stimuliert werden. Entweder passiv dadurch, dass wir unsere Gliedmaßen bewegen, dann werden die Lymphgefäße nämlich zusammengepresst und die Lymphe bewegt sich. Oder aktiv dadurch, dass sogenannte Lymphangione kontrahieren, also sich zusammenziehen. Lymphangione sind Lymphgefäßabschnitte, die mit einer Muskulatur verkleidet sind. Diese Muskulatur ist mit vielen Nervenenden ausgestattet und die Nerven regen die Muskeln und damit das Lymphangion dann zur Kontraktion an. Die Lymphe folgt dann dem geringsten Widerstand und bewegt sich weg von den Lymphangionen, die gerade kontrahieren. So wird eben sichergestellt, dass die Lymphe weiter transportiert wird. Nur durch diese Nervenimpulse kontrahieren die Lymphangione aber nicht wirklich oft und die Lymphe wird entsprechend nur langsam transportiert. Deshalb sollten wir die Lymphangione manuell dazu anregen, öfter zu kontrahieren, beziehungsweise generell den Lymphfluss anregen. Da gibt es viele verschiedene Dinge, die wir einfach umsetzen können. Viel Bewegung, leichtes Hüpfen, tiefe Atemzüge durch den Bauch und eben auch Trockenbürstenmassagen. Woran liegt das? Weil sich die Lymphgefäße knapp unter der Hautoberfläche befinden, können wir durch das Bürsten die Lymphangione erreichen und zur Kontraktion bringen und damit die Lymphe damit sich die Lymphe schneller bewegt. Bedeutet, Schadstoffe werden viel schneller abtransportiert und ausgeschieden. Auch direkt auf die Haut hat die Massage eine positive Wirkung. Die Haut wird nämlich besser durchblutet, was wiederum dazu führt, dass mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe in die Hautzellen gelangen. Gleichzeitig werden abgestorbene Hautzellen entfernt. Und ein sehr wichtiger Punkt, die Kollagensynthese wird angeregt. Kollagene sind Proteine und der wichtigste Faserbestandteil der Haut. Im Alter nimmt die körpereigene Produktion von Kollagen nämlich drastisch ab, was einer der Hauptfaktoren für die Hautalterung ist. Und durch das Bürsten entstehen kleine Verletzungen in der Haut, was einen Reiz darstellt. Und der Körper passt sich an diese Belastung, diesen Reiz an, indem er mehr Kollagen produziert und die Haut für die Zukunft widerstandsfähiger macht. Jetzt ist die wichtige Frage: Wie setzt man das Ganze überhaupt um? Zunächst braucht man natürlich eine Körperbürste, wenn man nicht schon eine zu Hause hat. Am besten mit einer Schlaufe, damit man die Bürste gut in der Hand halten kann. Und mit Naturborsten, weil Kunstborsten oft zu hart sind und die Haut strapazieren können. Die Massage sollte man nicht unbedingt abends durchführen, weil der Kreislauf dadurch in Schwung gebracht wird und man sonst Probleme mit dem Einschlafen bekommen könnte. Der optimale Zeitpunkt ist meiner Meinung nach direkt morgens nach dem Aufstehen, weil man durch die Massage morgens sehr gut fit wird. Und wenn man danach noch kalt duscht am Morgen, ist man auf jeden Fall wach und bereit für den Tag.
Dann beginnt man den gesamten Körper mit leichtem Druck in Richtung des Herzens, ganz wichtig, zu massieren. Wenn man an einem bestimmten Bereich Verletzung hat, lässt man den natürlich weg. Nach der Massage darf die Haut leicht gerötet sein. Dann hat man alles richtig gemacht, weil es ein Zeichen dafür ist, dass die Haut stimuliert wurde. Wenn man aber schmerzende Stellen hat oder wirklich starke Rötungen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Bürste zu hart ist oder man zu kräftig gebürstet hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich würde mich freuen, wenn du die Trockenbürstenmassage auch zu einer Gewohnheit machst oder es zumindest mal ausprobierst. Es ist wirklich eine einfache Maßnahme, man braucht weder viel Zeit noch viel Geld, deshalb probier es doch einfach mal aus. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für weitere Gesundheitstipps, die du direkt umsetzen kannst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.